befinden uns hier in der Buschfeldstraße im Stadtteil Köln-Hohlweide. Die Feuerwehr Köln wurde gegen 10 Uhr am heutigen Morgen über ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus hier in der Buschfeldstraße über Notruf in Kenntnis gesetzt. Ja, bereits im Rahmen der Alarmierung wurden wir darauf hingewiesen, dass der Treppenraum des Mehrfamilienhauses verraucht sei und dass noch eine Person in einer Dachgeschosswohnung vermisst würde. Die Freiwillige Feuerwehr Löschgruppe Hohlweide liegt hier in unmittelbarer Nähe in der gleichen Straße mit ihrem Standort und war auch hier mit Kräften der Berufsfeuerwehr als erstes vor Ort und konnte dieses Meldebild eines ausgedehnten Brandes und einer vermissten Person nach dem Eintreffen bestätigen. Die Menschenrettung hat hier oberste Priorität. Vor diesem Hintergrund haben wir auch unmittelbar mehrere Atemschutztrupps parallel zur Menschenrettung in die Dachgeschosswohnung vorgeschickt, wo dann auch sehr, sehr schnell eine bewusstlose Person aufgefunden werden konnte und diese durch die Feuerwehr ins Freie gerettet wurde. Ja, die Person hatte eine schwere Rauchgasintoxikation erlitten sowie Brandverletzungen, ist vom Rettungsdienst hier vor Ort erst versorgt worden und dann umgehend in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert worden. Mit Abschluss der Menschenrettung haben wir uns dem Thema Brandbekämpfung gewidmet, auch in einem, sag ich mal, großen Kräfteansatz. Das heißt, es wurde eine Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes durchgeführt, sowie von außen. Auch eine Drehleiter wurde hier zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich in den Dachbereich ausgebreitet, sodass aktuell umfangreiche Nachlöscharbeiten laufen, weil hier Teile der Dacheindeckung entfernt werden müssen. Ja, es gibt einen Angehörigen der Feuerwehr, der im Rahmen der Menschenrettung sich geringe Mengen Rauchgas eingeatmet hat. Dieser wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert zum Ausschluss einer Rauchgasintoxikation. Es handelt sich um eine Maisonettwohnung aus zweitem Obergeschoss und Dachgeschoss. Wir waren heute hier mit gut 60, zwischenzeitlich bis zu 70 Einsatzkräften vor Ort.